Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, heute mal kein Vlog, weil es ist einfach nicht ein Vlog-Wetter, ja. Es regnet schon die ganze Zeit in Strömen, an Strippen, aus Kübeln. Es ist einfach extrem dunkel, es geht nichts ohne künstliches Licht. Da haben der Uwe und Nick uns dazu entschlossen, weil wir sowieso einkaufen mussten, halt euch einfach unseren Einkauf zu zeigen. Also mal wieder einen ganz schnuckligen Foodhaul. Genau. Damit fangen wir jetzt an. Wir waren beim Roten Netto, also Netto Markendiscount. Und wir waren bei Aldi Nord einkaufen. Genau. Ich war mit meinem Füllwort genau und das ist ja furchtbar. Ja, ist halt aber so. So, ich fange mit Netto an, weil das habe ich hier schon alles auf dem Tisch ausgebreitet und Aldi ist alles noch im Anhänger drin. Deshalb legen wir los mit Kartoffeln, vorwiegend fast kochende. Eine 4 Kilo-Sack und noch einen, weil ich einmal eine ganze Menge für einen Kartoffelsalat brauche für 4 Personen. Und weil wir sowieso Kartoffeln brauchen. Also haben wir direkt 2 Säcke mitgenommen. Und die kommen jetzt mal beiseite. Habe ich schon erwähnt, überwiegend festkochende waren das. Und ziemlich kleine Murmeln sind das. Dann möchte ich gerne Gulasch machen. 1 Kilo Gulasch bedeutet 1 Kilo Zwiebeln. Deshalb sind 2 Netze mitgekommen. Ja, auch die erstmal beiseite. Dann für den Kartoffelsalat haben wir mitgenommen Kartenschinken, so ein Doppelpack. Da sind 2x 125 Gramm drin und ja, kommt halt in den Kartoffelsalat mit rein. Die Kira, die ist auch hier, die möchte mitmachen. Ja, können Sie glaube ich gar nicht weitersehen. Ja. Also Kartenschinken fürs Grillen. Wir wollen nämlich am Samstag grillen. Haben wir Rostbratwurst hier mitgenommen. Einmal, zweimal. Kira, die drückt ihr Köpfchen richtig auf meinen Arm. Dann zum Grillen darf einfach Knoblauchsoße nicht fehlen. Und wir lieben diese Papa Joe's Knoblauchsoße. Die ist extrem lecker. Also wer auch so auf Knobi steht, probiert die mal aus, die ist echt toll. Dann ist wieder mitgekommen ein Rosinenzopf. Oder wie Uwe sagt, Rosenzopf. Die sind auch extrem lecker. Also kann ich auch nur empfehlen, wer sowas mag, Rosinenbrotscheiben mag und sowas, ist damit wirklich gut beraten. Für unseren Sodastream sind wieder 2 Gaskartuschen mitgekommen, damit wir wieder Sprudelwasser auf jeden Fall haben. Eine grüne Gurke ist mitgekommen, die sind ganz schön klein, finde ich. Also die letzten, die waren echt größer, ne? Ja. So, Gürkchen ist mit. Dann haben für den Uwe, ne? Der Uwe hat sich eingepackt Bierschinken von Hofmeier. Alles von Hofmeier. Bierwurst wollte er haben, denn die Fleischrotwurst oder ich sage mal Tunnelwurst dazu. Und Paprika Leona. Ja, schon alles sehr lecker, wenn man das mag. Ich wollte haben. Ach, hier, guck mal, hier ist noch eine Gurke. 2 Gurken. Dann wollte ich mal ausprobieren das Skyr, weil es ja verdammt wenig Kalorien hat. Und ich mische mir da ja gerne meine Heidelbeeren rein. Und falls es nicht schmeckt, habe ich mir halt meinen Naturjoghurt auch noch mitgenommen, dass ich das trotzdem halt essen kann. Denn, ne? Dann ist für unsere Grillsession 3x Kräuterbaguette mitgekommen. Einmal, zweimal, dreimal. Also da werden ja 4 Personen wohl hoffentlich satt von. Dann möchte ich, brauche ich für mein Gulasch wieder Tomatenmark oder für die Soße Bolognese. Dann haben wir mitgenommen 2 Büchsen geschälte Tomaten. Ich wollte eigentlich passierte haben, aber Netto hat mal wieder keine passierten gehabt, ne? Wie das halt so ist. Also musste das erstmal herhalten. Zum Knabbern und für den Gurkensalat, Cornichons. Gurkensalat,
Kartoffelsalat. Oh mein Gott. Was erzählt die Susi denn da schon wieder? Der Uwe hat sich ein paar Bananen mitgenommen. Da kriegt bestimmt auch einer ab. Mal sehen. Oh. Für mich. Ich wollte eigentlich wieder saure Äpfel haben, hatten sie aber nicht. Sie hatten nur die Golden Delicious, die auch sehr lecker sind. Aber je süßer die sind, umso mehr Kalorien haben die natürlich. Oder Fruchtzucker in dem Fall. Ja, aber drei Äpfel sind mitgekommen. Die können wir direkt in die Apfelschale tun. Danke, mein Schatz. So. Genau. Dann haben wir mitgenommen Ingwer für mein Ingwer-Sirup-Tee in dem Fall. Also es sind ungefähr so 500 Gramm. Hier ist noch der Rest. Ich möchte jetzt aber tatsächlich auf den Honig dazu verzichten, weil das ganz schön viel Kalorien hat, dieser Ingwer-Sirup. Also, aber für den Ingwer-Tee, wie ich ihn jetzt nenne, Bio-Zitronen. Ich werde den halt ganz genauso machen, wie ich den Sirup mache, nur halt ohne Honig. Ja. So, dann wollte ich wieder haben Tomaten. Rispentomaten sind mitgekommen aus Deutschland. Die sind immer ziemlich lecker und inzwischen kannst du auch wieder Paprika bezahlen. Für Gulasch Paprika. Ach, Schatz, ist das mal einfallen, weil ich noch vergessen habe? Champignons für Gulasch. Also zweimal Paprika für den Gulasch. Dann hat der Uwe sich ein Brot mitgenommen, ein Weizenmischbrot. Riecht so lecker. Und ich habe das schon so lange nicht mehr gegessen. Und ein Toastbrot ist mitbekommen, ein American Sandwich Toastbrot. Ich glaube, huch, alles fällt nach unten, zum Glück brauchen wir keine Leiter holen. Ich glaube, das war jetzt erstmal alles mit Netto. So, meine Lieben, weiter geht's jetzt mit dem Aldi Food Hall und wir haben das erstmal alles hier ausgepackt. Und ja, ich würde sagen, starten wir mit dem Aldi Food Hall. Als erstes, was vor mir liegt, ist eine Wassermelone. Die hat eine tolle Liegefläche und viele Narben. Das heißt, die verspricht süß zu sein. Und weil sie runde, sie glaube runde Melonen haben, glaube ich, auch wenig Kerne. Oder ihr könnt es mich gerne verbessern, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, es waren die kleinen Runden, die wenig Kerne haben, oder? Ich bin auf jeden Fall mega gespannt und freue mich auf die Melone. Dann habe ich mitgenommen für Pellkartoffeln mit Quark. Speise Magerquark. Wobei es mir hier nicht auf Mager ankommt, sondern auf die Menge. Genau. Den gibt es wahrscheinlich morgen. Den Quark. Dann habe ich mitgenommen. Beziehungsweise Uwe. Dreimal volles Korn. Eins, zwei, drei. Mein Brot, was ich halt überwiegend esse. Noch eine Gurke ist mitgekommen, weil ich so im Gurkenhimmel im Moment bin. Ich liebe, wenn das so warm wird. Ne? Liebe ja, ich einfach. Und die Kira auch, die frisst mir ja hier die halbe Joke weg immer. Ich liebe einfach Gurke. So, genauso liebe ich auch Rettich und deswegen durfte der auch mitkommen. Was haben wir denn noch Schönes, was der Uwe gleich im Kühlschrank tun kann? Auch Rostbratwürste, also grobe Bratwurst, die essen wir jetzt gleich. Kann auch eben im Kühlschrank. Dann haben wir einmal Schinkensülze mit Champignons. Und einmal Putenfleisch gegart in Rinderaspik mit Gurke und Paprika. Und ich liebe das zurzeit auch extrem, feier ich. Dann durften mitkommen zwei, drei Kohlrabi. So zum Snacken einfach. Ja. Das Brot habe ich auch schon gezeigt, Schatz. Für gleich sechs Schrippen. Da machen wir dann unsere Rostbratwurst rein. Zwei Ciabatta-Brote hat der Uwe mitgenommen. Das ist ja nichts für mich jetzt.
zwei karierte College-Blöcke für zum Briefe schreiben oder sonstige Dinge. Das hier kann auch schon weg. Dann haben wir, Aldi hat ja passierte Tomaten. Yay! Kannst du halt immer gebrauchen für irgendwelche Nudelgerichte oder so. Apropos Nudelgerichte, wir haben 1, 2, 3, 4 mal Penne mitgenommen. Das sind diese, ich nenne die eigentlich immer Schupfnudeln. Ja, und hier auch nochmal. Genau, da freue ich mich schon drauf für ein leckeres Nudelgericht einfach. Dann dufte einmal mit von Nivea Body Lotion. Diese hier. 48 Stunden verspricht sie Feuchtigkeitspflege mit Tiefenpflegeserum. Ich mag sie einfach sehr, sehr gerne. Und ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich 48 Stunden hält, aber auf jeden Fall tut sie meiner Haut gut. Dann habe ich feuchtes Toilettenpapier mitgenommen. Ich kenne von Aldi nicht. Kokett. Wollten wir mal ausprobieren, haben wir mal eben so ein Dingens mitgenommen. Weil ich im Moment so unzufrieden mit dem von Netto bin. Ja? Wenn du da ein Blatt rausziehst, hast du direkt so ein ganzes Knäuel in der Hand. Also mit drei oder vier Blättern drinnen, kriegst du es einfach nicht so richtig entnommen. Deshalb ist jetzt einmal Kokett von Aldi mitgekommen. Dann brauchte ich wieder Flüssigseife. Ich benutze zurzeit beides. Ne? Mal benutze ich die Flüssigseife, mal benutze ich das Stück Seife, weil ich ja die Stück Seife auch noch habe. Der Uwe hat hier Küchenseife eingepackt, sehe ich gerade. Das ist irgendein Unterschied. Weil es antibakteriell ist. Also mir ist es scheißegal, ob das Ding in der Küche steht oder im Bad. Bei mir wird es jetzt im Bad stehen. Von daher. Dann durfte eine Flasche Chianti mit zum Kochen. Für das Gulasch. Dann durfte natürlich Kaffee wieder mit. Das darf ja nicht fehlen. Ne? Das ist Kaffee Espresso 100% Arabica in der Stufe 4. Was die Stärke angeht, die Kräftigkeit. Oh Gott, also wie sagt man denn das überhaupt? Aroma. Genau. Also hier, ich rede einfach um, da könnt ihr ja selber sehen. So sieht es mal aus. Also den Kaffee, den wir immer benutzen. Filtertüten Größe 4 sind auch wieder mit. Dann habe ich mitgenommen viermal Sortessa-Binden. Die brauche ich halt ab und zu mal. Und ein 6er-Pack Wasser. Ja, sei mal so nett. Ja. Wir tauschen das ja mal regelmäßig aus. Und ihr schreibt uns ja immer, zu Recht wahrscheinlich auch, dass man das nicht machen soll, ne? Mit dem Plastik. Naja, mit den Plastikflaschen mehrfach benutzen. Das nehme ich mir zu Herzen auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber so überlegt, wenn ich mir jetzt so eine Glasflasche hole, dann weiß ich nicht, das verliert ja dann Kohlensäure oder was, weil das sind ja so Metallverschlüsse, habe ich so gedacht. Und das hält auch dann nicht mal ganz so fest, weil mit der Zeit leiert sich das ja aus, wenn ich jetzt halt die Glasflaschen immer fülle. Und ganz ehrlich, die Sodastream-Teile, die sind mir zu teuer. Ne? Wenn ich mir da jetzt 6, 7 Glasflaschen hole, das ist mir einfach zu teuer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also haben Uwe und ich uns darauf geeinigt, dass wir das jetzt nicht mehr ein oder zwei Monate lang umfüllen, sondern alle 14 Tage ausbessern. Das ist jetzt so der Kompromiss, den wir machen, weil ich mir das schon zu Herzen nehme. Ja, das war jetzt im Prinzip alles, was wir bei Aldi geholt haben. Wir haben insgesamt mit Aldi und Netto knapp 110 Euro ausgegeben. Ich werde euch auf jeden Fall die Preise bestimmt wieder oben einblenden. Und dann seht ihr ja, was wir ausgegeben haben. Ja, jetzt werden wir erstmal schnell mal zu essen machen. Das, was wir eingekauft haben, direkt verwerten sozusagen. Und deshalb beende ich jetzt das wunderbare Food Haul Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ein bisschen Inspiration vielleicht. Was ihr die Woche zu essen macht oder so, keine Ahnung. Ja, so bleibt mir nur zu sagen, seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann, meine Lieben. Bis dann.
Zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüssi.